Hallihallo, hier ist Christian von fragdenfahrlehrer.de mit Fahrschüler Fragen. Dieses Mal geht es in der Frage um das ruckelfreie Schalten. Ich lese die Frage mal vor. Und zwar, in der Fahrschule bekomme ich das Schalten nicht ohne Ruckeln hin. Wenn ich nach dem Schalten die Kupplung kommen lasse und Gas gebe, gibt es immer einen kleinen oder größeren Ruck. Was kann ich machen, um das besser hinzubekommen? Natürlich ist es ganz normal, dass das Schalten nicht sofort reibungslos läuft. Ja? Wir müssen erstmal dem Körper diese neue Bewegung angewöhnen. Die Füße müssen erstmal mit der Kupplung und mit dem Gas klarkommen. Das dauert halt, bis man diese Automatismen gebildet hat. Aber dieses Ruckeln, das kommt daher, dass die Reihenfolge nach dem Schalten nicht stimmt, die Pedalreihenfolge. Hier in der Frage steht, wenn ich nach dem Schalten die Kupplung kommen lasse und Gas gebe. Und das ist verkehrt. Nach dem Schalten die Kupplung kommen lassen und Gas geben. Es muss genau andersrum sein. Ich muss nach dem Schalten erst Gas geben und dann die Kupplung kommen lassen. Warum? So ein Motor, der kann das Auto nicht nur beschleunigen, man kann damit nicht nur Gas geben, der Motor kann das Auto auch abbremsen. Das ist die Motorbremse. Das passiert immer dann, wenn ich kein Gas gebe. Gebe ich kein Gas, kriegt der Motor keinen Kraftstoff und arbeitet auch nicht. Das ist genau dasselbe, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bohrmaschine nehme und lasse sie laufen und dann ziehe ich von der Bohrmaschine den Stecker aus der Steckdose. Dann hört die Bohrmaschine auch auf zu laufen. Die kriegt keinen Strom mehr, also hört sie auf zu arbeiten. Genau dasselbe ist bei unserem Auto auch. Gebe ich kein Gas, kriegt es keinen Kraftstoff und der Motor will nicht arbeiten. Wenn man jetzt vor dem Schalten und die Schwung geholt hat für den nächsten Gang, für den nächsthöheren Gang, und lässt dann nach dem Schalten die Kupplung kommen, ohne Gas zu geben, dann kann der Motor diese Geschwindigkeit nicht halten, ohne dass wir Gas geben. Ja? Und darum bremst er immer kurz ab. Ja, und das ist immer dieser kurze Ruck, wenn man so schön nickt beim Fahren. Das ist immer der Augenblick, den man braucht, um aufs Gaspedal zu treten. Und darum ist also der Trick ganz einfach. Nach dem Schalten muss das Gas also eher da sein. Die Reihenfolge nach dem Gangwechsel ist also Gas geben, Kupplung kommen lassen. Gas geben, Kupplung kommen lassen, ja. Das Gas muss ein Tucken eher da sein, als die Kupplung hochkommt. Und dann mit dem bisschen Gas kann der Motor die Geschwindigkeit halten, bremst nicht ab und dann ist der Ruck nach dem Schalten auch weg. Das Ganze braucht natürlich auch wieder ein bisschen Übung, ja, also nicht verzweifeln, wenn es nicht sofort klappt, es braucht ein bisschen Zeit, aber es wird nach und nach immer besser werden und dann auch irgendwann funktionieren. Viel Erfolg beim Üben und natürlich auch auf dem weiteren Wege zum Führerschein. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich freue mich immer, wenn irgendwelche Fragen kommen auf fragdenfahrlehrer.de. Ziel ist, dass wir mal irgendwann einen Fragenkatalog zusammengestellt haben, der allen Fahrschülern helfen kann. Also, wenn ihr Fragen habt, besucht mich bitte auf fragdenfahrlehrer.de oder auch bei Facebook, bin ich auch vertreten, und stellt mir eure Fragen und ich werde versuchen zu helfen. Bis bald, wir sehen uns. Tschüss, euer Christian.